Ja, noch so ein ganz kleines bisschen Blei. So, 275 ist eine gute Zahl. Also, das bringen wir gleich zurück zu unserem komischen Handofen, der für mich immer die komischen Sachen einschmilzt. Wobei wir auch das alles automatisieren könnten, aber nee. Bei Zeiten. Wo bin ich überhaupt? Ich bin so weit unten. Gehe ich hier mal durch. Hier wäre auch noch ein ganz kleines bisschen Kupfer. Das ganze Blei. Könnt ihr mir bitte das Stahl geben? Ihr fliegt gerade damit weg, um euch aufzuladen. Ihr fliegt kilometerweit. Genau, jetzt könnt ihr es gleich wieder rausholen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Muni wird immer noch hergestellt. Ja, da kommt wieder ein Ladungsstahl. Her damit. So, wo war meine Handschmelze? Da ist meine Handschmelze. Du, hier. Das nehme ich mal mit. Das nehme ich mal mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Du bist ein bisschen langsam. Und das Ding ist fertig. Very Fast Inserter. Gab es ein paar Gelegenheiten, wo man die gebrauchen konnte? Ja. Und es kostet keine hellblauen Tränke und ist schnell gemacht. Warum nicht? Weil ich eigentlich Richtung Topaz-Türme gehen sollte, weil ich zu viel Zeit verschwende. Ja, das ist richtig. 1000 Stück. Ich muss mal kurz gucken, wie viele wir haben von den Tränken. Wir haben 90, 290 haben wir. Wenn ich jetzt die Forschung anfangen würde, also erstmal mache ich die Beschränkung weg von denen hier. Beziehungsweise auf 4 Stacks. So. Dann baue ich noch eine Fabrik. Genau das gleiche macht. Achso, Shift rechts, Shift links. Bapp die hier und bapp die dahin. So. Schränk dich ebenfalls auf 4 Stacks. Wenn ich das jetzt anschmeißen würde, dann würde es zwar laufen, aber dann würde es nach einiger Zeit sehr schnell, sehr, sehr langsam werden. Und das ist ja nicht so wirklich Sinn des Ganzen. Das heißt, ich erforsche jetzt irgendwas, was kein Hellblau braucht. Wie? Was war das eben gerade? Wir hatten gerade irgendetwas Tolles, was keine Hellblauen brauchte. Die Laserchips brauchen viel, das ist richtig. Ach genau, die schnellen Ärmchen. Warum sind die schnellen Ärmchen nicht bei den schnellen Ärmchen? Weil sie da sind. Achso, dafür brauchen wir Logistik. Das braucht 100 Hellblaue. Laserchip Shooting Speed, klingt gut. Go. Wie sieht es eigentlich mit Rot und Grün aus? Grüne sind hier irgendwie... Oh. Daran habe ich gar nicht gedacht. Die Grünen kommen gar nicht hinterher. Ach. Okay, ich brauche... Nein, ist okay so. Brich die mal kurz ab. Die Fabrik, die Fabriken gebaut haben, wir noch nicht gebaut, ne? Nee. Wollte ich jetzt schon zweimal, habe ich dann aber jedes Mal gelassen, weil die Roboter nicht genug. Genau, jetzt würde es hinhauen. Aber jetzt habe ich die gleich gebaut. Du. Baue gleich noch einen davon. Achso, die hellblauen Dinger da. Können wir uns ruhig einen Stack schnappen. Das erleichtert das Ganze doch ein wenig. Genau, wir brauchen nur diese Transistoren. Sehr gut, ganz viele Lautränke. Oh, und Stahl ist schon in die 4. Reihe gerückt. Also von oben. 200 Stahl im System. Grüne Chips sind immer noch da. Eisen ist auf 1,1 runter. Nee, Kupfer auf 11.000. Rote Chips auf 100. Dafür sind die blauen gleich wieder voll. Oh, und ich wollte doch die da bauen. Hol mal die. Bau davon ein paar. Schmeiß den Rest an Ärzte rein. Boah, ist das
teuer, um einen einzigen zu bauen. Krass. Ja, ich sollte vielleicht eins oder MK3-Drill einfach mal auf dem Bleifeld schmeißen, um das leer zu saugen. Und das hier echt automatisieren. Habe ich noch einen Schmelzofen zufällig dabei? Ne, blinkt nichts. Dann bauen wir nochmal einen. Setzt den Schmelzofen dann... Ja, eigentlich sollte der irgendwie hier mit hin, dass hier die komischen Schmelzöfen sind. Oh, das kann ich später noch alles umändern. Du, da, du, da. Rein, raus. Du hättest jetzt gerne. Da. Du hättest gerne alles an Metall. Also an den neuen Metallen. Genau hier. Du hättest gerne Blei. Du hättest gerne Silber. Du hättest gerne Tin, du hättest gerne Tungsten, du hättest gerne Zink. Und du schmeißt alles da rein. Geht das so? Sollte eigentlich. Kommt schon irgendwo irgendwas angeflogen? Ich glaube, wir haben fast gar keine Roherze mehr von den komischen Sachen. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht irgendwas reintue, was wir nicht verarbeiten können. Aber Silber hatten wir, glaube ich, erforscht. Ja. Wir haben alle mit Metalle schon erforscht. Ja, okay. Das sollte also erstmal okay sein. Das heißt, ich schnapp mir jetzt einfach das Ding hier, gib das her, bau das ab, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr und schmeiß einfach die Metalle direkt hier rein. So, so. Die kann ich auch mal da reintun. So, 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 so. 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 Holz brauche ich gerade auch nicht. Das nicht, das nicht. Gut, 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 gut. Dann hatten wir die gelben Maschinen gebaut für die grünen Tränke. Hier fehlt schon wieder einer, aber ist okay. Das sollte jetzt ein bisschen schneller laufen, damit sich die grünen Tränke stauen, damit das dann später nicht bei den grünen Tränken zu einem Engpass kommt. Und die werden auch schneller hergestellt als die hellblauen, also sollte es sich aufgehen. Dass es davon drei gibt und davon zwei. Was ist mit den roten? Roten bräuchten eigentlich auch demnächst die besseren Fabriken, hm? Na, mach mal. So, was noch, was noch, was noch? Ich wollte mit dem Snipergewehr die eine Basis da so ein bisschen zermürben. Wie spät haben wir es? 20 Uhr ist die denkbar ungünstige Zeit, um sowas zu machen, oder? Na, wobei, wir haben ein Nachtsichtgerät. Und wir müssen im Idealfall... Wir müssen im Idealfall gar nicht kämpfen. Ich stelle mich einfach nur hin und halt C gedrückt. Und währenddessen, keine Ahnung. Ist da eine Kleinigkeit? Oder fließt ein Magazin oder so? Oh, gehen wir da hin. Machen wir ein paar Sachen kaputt. Währenddessen können wir noch anderes Zeug craften. Wir haben zum Beispiel nicht genug davon. Oh, 25 rote Chips herstellen ist dann doch ein bisschen doof. Aber irgendwas, was keine 25 Chips braucht, sondern Kisten. Kisten können wir immer genug gebrauchen. Achso, und ein von den guten Roboports, auch wenn das... Das ist so schweineteuer. Muss ich mir echt überlegen. Oh, genau, das da kannst du bauen und davon kannst du ein paar bauen. So, hoch, 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 hoch. Oh, ist das ein schönes Eisenfeld. Stimmt, die Züge wollte ich noch erforschen. Wenn wir da irgendwo... Oh, da ist jemand in der, im Wald und da auch. Ja, also, wie findet ihr das Wetter so? Dauert jetzt eine Weile. Aber es geht und das ist der Punkt. Das Einzige, worauf ich achten muss, ist, die roamen ja so ein bisschen hin und her. Ich glaube, die könnten mir auch einen Ticken zu nahe kommen. Angefangen halt mit 25 Magazinen. Wir sind jetzt schon auf 20 runter.
Also ich denke, ich verbrauche fast ganzen Stack, also 25 Magazine, um einen einzigen Spawner zu zerstören. Alles hab ich. Aber in den Kommentaren wurde ja schon geschrieben, ich sollte die Bullet Shooting Speed erhöhen, ich sollte die Bullet Damage erhöhen. Dann geht das schon ein bisschen besser. Und es sind keine 25 pro Spawner. Wir haben jetzt gerade mal 10 Magazine gleich verbraucht. Wobei die Spitter-Spawner auch weniger HP haben als die normalen Spawner, oder? Gucke ich gleich mal, wenn der hier weg ist. Ist gerade einer eurer Spawner zusammengefallen. Ich weiß auch nicht warum. Nee, Biter-Spawner haben weniger HP. Geh mal einen Schritt vor, geh mal einen Schritt vor. Oh Gott. Hallo Jungs. Lalala. Ich habe 100 von den Slowdown Moon dabei. Ihr könnt ruhig kommen. Oh. War jetzt aber nicht die ganze Basis. Nö, definitiv nicht. Kuh. Den da würde ich gerne auch machen. Hat jetzt 1000 Lebenspunkte weniger als der Spitter-Spawner. Und wir hätten dann zwei Spawner zerstört. Das heißt, das Ganze machen wir morgen oder übermorgen nochmal. Und so kriegen wir nach und nach die Spawner hier weg. Wir müssen trotzdem einmal noch die ganzen weiter töten, aber das klappt mit den Slowdown-Modulen ja super. Dann hätten wir eigentlich nichts mehr so wirklich in der Nähe. Das nächstnähere wäre dann die Basis. Boah, guckt euch das mal an. Das sind alles die Boiler. Ja, die MK2-Boiler, muss ich da mal gucken, wie das mit dem Smog aussieht bei denen. MC. Wobei, ich hatte damals gelesen gehabt, dass die MK1-Boiler, was den Verbrauch von Fuelblocks angeht, am effektivsten sein sollen. Aber das hat ja nichts mit der Pollution zu tun, ne? Weil die Fuelblock-Herstellung macht nicht so wirklich viel Smog. Wir haben so dermaßen viele von den Fuelblocks, das arbeitet fast gar nicht mehr, das Ding. Also diese vier Chemical Plants. Komm weg mit dir. So, Kuh. Wo? Sniper-Munition. Da Sniper-Munition. Bauen. Neue Sniper-Munition. 20 Stück, damit wir auf 25 kommen. Und das soll erstmal reichen. Weg, 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 weg. Das hier alles einsammeln. Und gut ist. Ich finde es allerdings komisch, dass wir... Also wir haben ja extra dafür gesorgt, dass keine Basen in unserer Nähe sind, die schnüffeln können. Aber dass wir trotzdem eigentlich fast gar nicht angegriffen werden, finde ich ein bisschen komisch. Also zweimal wurden wir, glaube ich, angegriffen von so einer random Patrouille. Aber das war es dann auch. Das heißt, wenn man so weitermacht wie bisher, also einfach alle Basen um einen rum tötet, dann wird man nie dauerhaft angegriffen. Das ist ein bisschen langweilig. Also es sollte schon irgendwie eine KI dahinter sein bei den Basen, die dann... Keine Ahnung... Dass sie sich quasi absprechen. Hey du, großer Biter, ich habe gesehen, dass da hinten eine Basis ist. Und dann spricht es sich rum in allen Basen. Das heißt, alle Basen wissen dann, wo meine Basis ist. Und schicken dann regelmäßig Leute los. Also ja, ich würde dann elendig sterben, aber ne? Dann müsste ich mich wenigstens verteidigen. Momentan baue ich ja nur so, wie ich baue, weil ich weiß, dass ich nicht wirklich angegriffen werde. Oder nur selten. Und wenn, dann kann ich das selber lösen. Also, So, Eisenplatten werden nachgefüllt, ja. Ich wollte noch... die kosten auch so viel. Ja, bau die trotzdem mal. So. Was war noch auf dem Plan? Wollte, glaube ich, noch MK3-Drill bauen für unten. Aber da habe ich jetzt gar nichts für. Steine fehlen, Rubber fehlt.
Stimmt, wir könnten noch diese Tree Farm Geschichte weiterbauen. Also es gab hier irgendwie so ein... Das da. Advanced Tree Farm. Click on the field with any item attached to your cursor to open the GUI. Ja. Sieht interessant aus. Und macht bitte das Nachtsichtgerät weg, wenn wir in der Stadt sind. So. Da kommt... Oh genau, hellblaue Tränke und grüne Tränke. Wie schaut es bei euch aus? 70, 130, 120. Ist okay. Hier, na, geht so. Bauen wir bitte doch noch eine. Die roten schon mal gar nicht. Hier. Ich brauche wieder mehr von euch. Leid. Rein, rein, rein. Alles gut. Also es dürfte jetzt alles ein bisschen mehr hergestellt werden. Trotzdem habe ich den Verdacht, dass ich sowohl eine rote als eine grüne auch noch brauchen werde.